Marschit Benno Benedikt! Hoch bin Marschit Benno Benedikt! Nieder mit der Gewalt der Muslimbrüder, skandiert Ayman Abu Adam und mit ihm viele andere Menschen. Sie demonstrieren gegen die Herrschaft der Islamisten in Ägypten. Aber mittlerweile glaubt auch der Taxifahrer immer weniger, dass friedliche Proteste überhaupt etwas bewirken können. Wir gehen schon seit langem auf die Straße und Präsident Morsi hat sich dann auch immer wohlwollend zu unseren Kundgebungen geäußert. Passiert ist aber gar nichts. Es scheint, dass man sich nur mit Gewalt bei den Regierenden Gehör verschafft. Die andauernde politische Krise im Land, das Tauziehen zwischen Regierung und Opposition verunsichert viele Menschen. Sie fühlen sich von beiden Seiten verraten. Ihr Zorn richtet sich jetzt vor allem gegen die Sicherheitskräfte, die nach wie vor mit größter Brutalität vorgehen. Die Demonstranten sind wütend, weil diejenigen, die gegen sie Verbrechen begangen haben, immer noch nicht bestraft sind. Wo sind jetzt zum Beispiel die Verantwortlichen für den Tod von Mina Danial während der Militärherrschaft? Wo diejenigen, die Mohammed Mahmoud im November 2011 getötet haben, gemeinsam mit mehr als 45 anderen Menschen? Die Verantwortlichen sind immer noch nicht vor Gericht gestellt. Der Glaube an Gerechtigkeit schrumpft weiter in Ägypten. Der Staatsapparat ist verhasst wie eh und je. Keiner hört auf unsere Forderungen. Wir demonstrieren fast täglich, überall im Land, und nichts ändert sich. Wir sind doch nicht von Natur aus gewalttätig. Wir setzen Gewalt ein, um uns zu wehren. Die Fotos getöteter Aktivisten tragen die Demonstranten als Mahnung. Keiner der Mörder sei bislang gefasst worden, sagen sie. Und dass sie weitermachen werden mit friedlichen Protesten oder eben auch mit Gewalt.